WDR 2, unser Samstagsreporter Frankie ist heute in der Gastronomie unterwegs, zumindest in dem, was im Moment von dir übrig geblieben ist. Jeden Samstag hilft er ja im Westen, wo es was zu helfen gibt. Er kümmert sich sozusagen, was ja heute auch unser Thema ist. Und heute kümmert er sich um Petra und Philipp Tacke in Krefeld. Sie haben da das Restaurant Elfrater Mühle und sie haben ein Gänsetaxi. Dieses Taxi soll Frankie fahren, wenn er was zum Wegbringen hat. Was machst du denn da für eine Randale, Junge? Was ist das hier? Was ist das hier, Petra? Du hast jetzt gerade den Bräter, den wir jetzt vorbereiten. Ah, den Bräter. Ja, Steffi, Gänsetaxi muss ja auch vorbereitet werden. Ich bin jetzt hier gerade in der Küche mit einem 1A-Ausblick. Ne? Durchs Fenster sehe ich die grüne Wiese. Über uns ist ja eine Mühle im Restaurant. Also es ist wirklich eine alte Mühle, so weiß, mit diesen, wie nennen die sich, Windblätter? Windräder? Räder. Ja. Keine Ahnung. So, und also es ist wirklich echt traumhaft schön und total schade, weil normalerweise wäre jetzt alles voll wahrscheinlich, ne? Gleich heute jetzt Mittag. Jetzt noch nicht, aber spätestens heute Abend. So, und ich wollte das schon immer mal machen, Steffi. Ich kenne das ja nur hier aus dem Fernsehen. Bong neu, bon. Frau Fabel. Also das bist nicht du. Bong neu heißt neuer. Naja, komm. Ja, okay. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Frau Fabel. Das ist eine Bestellung vom Gänsetaxi für heute Mittag. So, die will eine Gans, aber kalt, ne? Warum? Will die heute Mittag eine kalte Gans essen? Stopp. Was? Die bekommt die jetzt heute Mittag kalt, weil sie nicht den Stress haben möchte, sich heute Abend die heiß erst holen zu lassen, sondern für das bessere Timing bekommt die Frau Fabel sie kalt. Und deswegen machst du jetzt hier? Genau, ich portioniere jetzt hier schon mal den Rotkohl und bereite das alles vor, ordentlich in Außerhausverpackung. Okay. Und dann kommt das. Andi, die Werbepackung brauchen wir nicht, die kriegt sie ja kalt. Also die hat jetzt Kartoffelklöße, Apfelkirsch, Rotkraut, genau. Maronen und Soße. Voll lecker. Und viermal Tomatencreme, so will sie noch dabei haben. Genau, da gibt es auch noch mal eine Vorspeise. Umso wichtiger, dass die Gans halt erst später in den Ofen kommt und vom Timing her ein bisschen leichter zu handeln ist. Für euch ist das richtig hart jetzt, ne? Normalerweise gibt es mittags und abends hier Leute, die Gans essen, aber ihr habt echt einen Vorteil, den viele nicht haben. Ihr habt ja ein so weitläufiges Gelände. Steffi, das haben die echt gut gemacht. Hier steht nämlich auf dem Gelände in mehr als 50 Meter Abstand stehen Tische. Und weil heute so schönes Wetter ist, hofft ihr, dass vielleicht noch Leute zum Gänseessen kommen? Gar nicht unbedingt nur, also nicht nur Gänseessen, aber wir haben eine ganz tolle Vermieterin, die uns die Möglichkeit gibt, dass wir auf diesem wahnsinnig riesengroßen Gelände Tische aufstellen können. Und die Tische sehen so in 20 Meter Abstand? Und dann Nein, alles mindestens 50 Meter. Ja, ich weiß, entfernt. Aber wenn ich mich da dran setze, zur nächsten Familie auch schon wieder 20 Meter. Das heißt, ich kann mich wie auf einer Parkbank dahinsetzen und essen. Lecker. Genau. Aber ich darf nicht essen, ne? Und einfach als Tipp für den Fall, dass ihr es jemand nutzen will, selber Besteck mitbringen. Es geht alles als Außerhaus raus und die Gans mit Plastikbesteck. Das ist nicht so cool, das ne? Das funktioniert nicht. Ist ein bisschen schwierig, oder? Es ist kein geschmortes Ochsenbäckchen. Wusstest du überhaupt, ach so, Gänse, mit den Gänsen, das ist ja so ein Ding, ne? Ich habe da mal was vorbereitet. Du hast was vorbereitet. So klingt das bei uns zu Hause, wenn ich nachts nach Hause komme. Echt, machst du solche Geräusche wie schrecklich? Wusstest du überhaupt, warum wir jetzt Gänse essen? Die haben den St. Martin verraten. Der hat sich in der Scheune versteckt. Ja. Und die haben den durch ihr lautes Geschnatter verraten. Und deswegen essen wir die Teile. Was muss ich jetzt noch machen heute? Genau, also wir müssen jetzt auf jeden Fall den Chevy noch mal vorbereiten für Frau Fabel. Chevy? Chevy ist ein Auto. Ja, genau. Ja, wir fahren mit dem Chevy. Nein, das tun wir nicht. Tatsächlich, das, was man sonst auf Buffet sieht, dieses große silberne Teil, was schön mit Wasserbad und ähnliches dafür sorgt, dass alles heiß bleibt. Das ist ein Chevy. Und da müssen die Marzipanreste jetzt nochmal weggemacht werden. Moment, stopp. Warum spritzt du die an mit so einem Reinigungszeug? Ich könnte die doch abnageln. Nein, das möchtest du in dem Fall tatsächlich nicht. Das ist zwar Marzipan, aber das nutzen wir ausschließlich zum Fixieren der Brennpaste. Das heißt, ihr nehmt Marzipan als Kleber in der Küche? Genau. Ich lerne hier noch richtig was. Also ich bin total erstaunt. Du kommst da als fertig ausgebildete Fachkraft wieder raus. Guns to go? Das haben wir nie gewollt. Wie, das habt ihr nicht gewollt? Du verhinderst meine Bildungschance. Ich freue mich total, wenn du die Guns, du bringst die selber aber auch weg zu der Frau. Ja, ja, ne? Und wann pünktlich um 13 Uhr muss sie da sein? Um 13 Uhr sind wir bei Frau Fabel. Das musst du einrichten hier in der Sendung, bitte. Nachrichten verschieben wir. Tschüss. Bis gleich. Und auch für Fragen, wie WDR2-Hörer Jürgen Materla sich stellt, ne? Wo ist dann das, wo man mit der Guns und Rotkohl zum Mitnehmen, sich draußen hinsetzen kann und essen, Besteck selber mitbringen, 50 Meter weg, 20 Meter auseinander. In Krefeld, Elfrater Mühle von Petra und Philipp Tacke geführt. Da gibt's seit jetzt das Gänsetaxi auch. Und da hilft ab heute mein Samstagsreporter Frankie Krieger. Jeden Samstag, ne, ist ja sein Motto, gutes Tun und Lachen mit dem Westen. Lieber Frankie, um 13 Uhr, das haben wir schon mitgekriegt, hat Frau Fabel Gans mit Rotkohl bestellt, Klöße, Maronen und viermal Tomatensuppe zum Warmmachen im Wasserbad. Ja, ja, im Wasserbad. Wie laufen die Vorbereitungen bei dir? Ja, wir müssen gerade erstmal die heiße Gans hier aus dem Ofen nehmen. Warte.
Das ist so ein Kavenzmann, ne? Vier Leute werden da satt von. Ja, das ist. Wie viel Kilo hat so ein Philipp? Du bist ja der Koch und der Mann von der Petra. 5 Kilo. Boah. 5 Kilo? Ja, weil Knochen auch mit drin. Ja, klar. So. Gesamte Gans. Und jetzt ist nämlich wirklich der Moment, wo es losgeht. Was geht los? Ach so. Und weißt du, wie hier der Ton in der Küche ist? Was hast du gerade zu deiner Frau gesagt? So, Petra, jetzt nimm mal bitte eine von den Ladies auseinander. So. Das ist dann die Arbeit, die ich dann wieder machen darf. Und aber eigentlich ganz gerne, weil ihr macht das normalerweise am Gast. Genau, wir haben letztes Jahr ganz viele Gänse am Tisch trangiert und eigentlich das, was der gesamte Service, das gesamte Team eigentlich total vermisst, weil das natürlich irgendwie das große Highlight am Gänseessen ist. Und jetzt kommt halt der Frank gleich zur Frau Fabel um 13 Uhr und bringt aber jetzt hier die kalte Gans mit. Genau, genau. Und in dem Fall bat die Frau Fabel auch darum, dass es schon trangiert ist, die Gans also schon auseinandergenommen ist. Weil sie heute am Gäste hat und dann wird das einfach nur als warm gemacht sozusagen und dann kann sie das essen. Genau, die kriegt eine Anleitung mit dabei, das Fleisch geht nochmal in den Ofen, die anderen Beilagen sind alle vakuumiert und gehen ins Wasserbad. Bisher kam das Feedback immer positiv, dass es gut geklappt hat und man es dann halt, wenn die Gäste... Ja, das kriegt ja selbst auch ich hin, warm machen. Petra, wie rechnet ihr das denn dann? Der Unterschied am Tisch zu trangieren oder auch wegzufahren, was kostet eine Gans weniger oder mehr, wenn ihr sie wegbringt? Genau, also außer Haus, ob man sie abholt oder ob wir sie liefern, liegt bei 95 Euro, wobei die Liefergebühr dann nochmal separat dazukommt. Mhm. Und im Restaurant sind wir einfach, dass sie bei 130 Euro sind. Von den Beilagen her alles identisch, bis auf, dass wir halt im Restaurant auch trangieren und natürlich der Effekt, das Event nochmal ein bisschen größer ist. Es gibt einen seltsamen Wein bei euch. Genau. Also leckeren, aber wie heißt er? Wir empfehlen die Drecksau dazu. Faria, die Drecksau von Villa Wolf, ein Cuvée. Das schreibe ich mir sofort auf. Ja, die Gans und die Drecksau. Und in dem Fall tatsächlich mehrere Kisten jetzt nochmal beim Weinlieferanten geordert. Auch im Außerhaus soll das keiner vermissen. Und der Weinlieferant war ganz irritiert, dass wir noch so viel Wein brauchen. Also Frank kommt mit Drecksau und Gans vorbei. Ich weiß nicht, ob das so attraktiv klingt. Ja, wir müssen dich auch noch anders anziehen, lieber Frankie. Bitte was? Ich sehe gut aus. Ein Schürzchen von uns. Und weißt du, hier, der Philipp ist ja vorhin reingekommen, ne? Und die Frau hat extra zu ihm gesagt, hör aber um 10.40 Uhr Radio, damit du mich auch hörst. Da kam er rein und hast du gehört? Ja, ich habe einen Live-Auftritt von Toten Hosen gehört. Als Stream, ja super. Der hat sie einfach mal nicht im Radio gehört. So läuft das hier. Ich liebe das alles, was wir hier so machen. Ich freue mich gleich, wenn du losfährst und der Frau Fabel die Gans bringst. Ich könnte auch mal Schnapstaxi machen eigentlich. Ja, Schnapsi-Taxi. Klingeln so kleine... Schnapsi-Taxi. Ja, so ein Digestiv hinterher, wenn der Bauch so voll ist. Ja. Ja, da steht wir werden das Frau Fabel gleich mal mit anbieten. Genau. Jägermeister. Soll Frau Fabel erst mal um 13 Uhr ein Schnapsi-Taxi probieren, sozusagen zum Höhepunkt an diesem Samstag. Unser Samstagsreporter Frankie ist ja heute in Krefeld und fährt Gänsetaxi. Das Restaurant Elfrater Mühle hat das jetzt auf den Pott gesetzt für sich in diesen Zeiten. Petra und Philipp Tacke haben das. Und es gibt eine Bestellung für 13 Uhr bei Frau Fabel. Es ist 12 Minuten drüber. Ja, 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 wir sind doch auch gerade angekommen. Ja, ich muss jetzt hier... welche nehme ich? Nee, die lebende nicht. So. So, wir haben... Entschuldige, den Gag musste ich mir jetzt leisten. Wir haben alles hier im Bräter, habe ich. Tüten, Petra habe ich, damit ich nichts vergesse. Jetzt klingeln wir mal hier. In Krefeld. So. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, ich bin vom Radio. Sie sind schon vorgewarnt, ne, Frau Fabel? Ja, ich habe heute Morgen schon WDR 2 gehört und da habe ich gehört, kommen und mir die... So, und jetzt ganz wichtig, das ist ja für mich das Wichtigste. Die Frau Neu hat im Radio gesagt, man braucht unbedingt das hier. Das ist aber lieb. Hier, für danach. Ja, der Schnaps. Ja, 4 Jägermeister. Schnapsi-Taxi. Okay, ich hab's doch gemacht. Schnapsi-Taxi. So, aber jetzt kommen wir zu dem, was Sie eigentlich bestellt haben. Sie haben heute Abend Gäste, ne? Man muss dazu sagen, ich habe kalte Gans. Wir haben heute Abend Gäste. Wir haben ein befreundetes Ehepaar hier zu Besuch, weil wir ja in der Elfrater Mühle konnten wir ja nicht Gans essen. Das hätten wir sonst heute gerne gemacht. Aber jetzt So unterstützen die Gastronomie und haben was Leckeres, haben die Schmitze nicht... Du bist weg, Frankie, im Treppenhaus von Frau Fabel ist gar kein Netz. Kommst du wieder? Geh mal einen Schritt zurück. In Krefeld. Oh, ich hab gegrunzt. Hat man das noch gehört? Schlimm. Wenn ich lachen muss, manchmal muss ich grunzen. Weil Frankie ja ganz genau, die Verbindung besser ist. Ja, genau. Ich habe gerade den Schnaps schon abgegeben und wir haben gerade gehört, ne? Die Ursula, die hat heute Abend Gäste da, weil normalerweise wird Martinsgans gefeiert im Restaurant. Geht nicht, weil alles zu ist. Und Sie haben schon gesagt, Sie wollen die Restaurants unterstützen. Richtig, das ist richtig. Weil wir ja auch im Golfclub Elfrater Mühle Mitglied
selbstständig sind. Deshalb müssen wir unser Restaurant unterstützen. Ja, wir müssen generell unsere Restaurants vor Ort unterstützen. Ich mache das ja auch zu Weihnachten und immer, wenn ich keinen Bock habe am Wochenende, ne, präsentiere ich der Frau ein selbstgekochtes Menü. Nein, aber pass auf, wir haben festgestellt, hier, das ist ja jetzt... Genau, elementar ist die Soße. Mein Mann sagt immer, die Gans muss schwimmen. Hat sie ja auch früher mal. Genau, ist in ihrem Element dann, wenn die Soße richtig auf dem Teller ist. Weil normalerweise, Gans ist ja eher so ein trocken bis furztrocken. Ja, so kann man das ungefähr sagen. Es ist halt kein geschmortes Ochsenbäckchen oder Rinderfilet. Deswegen braucht es leckere Soße. Es braucht Soße. So, also haben Sie einmal Soße hier. Okay. Wir haben die Klödel. Ja. Oder wie sagen Sie so? Klöße. So mal Knödel. Dann sind das, was ist das? Achso, ich dachte, das sind Pilze. Ja. Rotkohl. Und der Rotkohl, genau. Tomatencremesuppe. Tomatencremesuppe und noch Marzipanäpfelchen. Oh, lecker. Und das ist ganz wichtig, das ist super lecker. Sie müssen es einfach, also die Gans einfach warm machen, 20 Minuten Ofen und so, ist ja schon tranchiert. Ja. Und dann auf die Klöße kommt noch polnische Butter, habe ich heute gelernt, kannte ich nicht. Das ist jetzt schon direkt einmal, genau, die Klöße bekommen die polnische Butter. Sag ich doch. Paniermehl mit bisschen Butter angemacht, Thymian und so. Dann kommt da noch ein bisschen Kräuter drauf, alles mitgeliefert, weil das Auge isst ja mit, es muss ja schön sein und nett sein und die Gäste sollen sich heute hier wohlfühlen. Ja, der Tisch ist gedeckt für 4 Personen, befreundetes Ehepaar in Corona-Zeiten. Und wer macht den Abwasch dann? Die Waschmaschine, die Spülmaschine. Ich wollte sagen, die Waschmaschine, das machen sie einmal, ne? Dann haben sie kein Geschirr mehr. Dann seid ihr da jetzt klar. Frankie, was denn mit Trinkgeld? Weil du hast das Achso, haben wir schon kassiert? Ach nee, wir müssen noch kassieren. Ne? Ja, das macht mein Mann. Das macht der Mann, der muss zahlen. Ich bereite das Essen. Geben Sie auch so im Schnitt Trinkgeld? Immer. So. Wie viel? So ungefähr 10%, 20%, 40%? Nee, 10%. Ich habe doch Gänsetaxi gemacht. Du hast doch nichts gemacht, Steffi. Ich würde aber gerne mit dir von dem Geld neue Weihnachtsdeko für unseren Baum kaufen. Die ist schon 10 Jahre alt. Du willst mein Trinkgeld ausgeben? Ja, sicher. Was bist du denn für eine Chefin? Ich bin eine Frau. Du bist eine Ausbeuterin bist du. Probearbeiter bekommen gar kein Trinkgeld, das muss abgegeben werden. Was? Probearbeiter muss? Bekommen gar kein Trinkgeld, das geht alles in die Wir müssen über die prekäre Arbeitsplatzsituation im Gaststättengewerbe sprechen nächste Woche. Großartig. Schönes Wochenende. Wie hieß der Wein nochmal? Drecksau.